So Leute, willkommen zurück, Part 14 von Let's Play Super Mario 64 DS. Ja, wir haben ja bloß all die Hälfte der Welten erforscht. Es wird Zeit, dass sich meine Marios oder die so gesagten Charaktere sich in neue Welten hineinbegeben. Obwohl die ja schon jeder kennt. Vielleicht kennt er ja die Welten schon oder auch nicht, aber ich glaube, im so erklärten Story-Modus kennt er diese Welten noch nicht. Nur von der Aufbauweise. Ich muss erstmal das mit der Kamera, irgendwas haut doch hier nicht hin. Das ist ja hier viel zu verschoben. Moment. Sorry. Ja, so müsste es eigentlich wieder hinhauen. Dann werden wir das LP fortsetzen. Mal sehen, wie viele Sterne wir jetzt erreichen. 31! Ach, sind ja noch fünfmal mehr. Ganz genau. Also es wird eine Menge Parts geben. So, und damit geht die Party los. Oh, wir spielen diesmal Luigi. Na, dann fangen wir wohl mal an. Also, es ist ja wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit gekommen, dass wir fast alles frei haben. Ich hoffe, dass es war. Ja, es fehlen nur zwei Welten, die nicht frei sind, sonst haben wir wirklich alles frei. Na, dann werde ich mich mal jetzt auf den Weg machen. Also, ich werde jetzt mal in der Kellerwelten besuchen gehen. Weil wir haben schon zweimal Bowser verkloppt, aber haben noch sehr wenige Welten neu betreten. Na, mal gucken, was wir zuerst machen. Oh yeah, ich kann ja meinen Toad fragen, ob der irgendwelche Infos für uns hat. Wie gesagt, wenn Sprechblasen neu sind, werde ich die nicht verdecken. Es sei denn, es ist so lange, dann werde ich die verdecken. Weißt du noch, wo ich reingehen kann? Gute Frage, Luigi. Naja, es gibt hier gegenüber so eine Wüstenwelt. Na, willst du wieder keiner hin? Nun ja, es ist so gesagt, es war mal ein, sag nicht jetzt irgendwas von Bowser. Das wäre echt scheiße. Leider ist das von Bowser. Ach Mist. Ja, und in dieser Welt war eigentlich mal ein, also es sollte seine Grabstätte, oder es sollte seine Grabstätte der Urahnen gewesen sein. Bowser als Vorväter? Ach du Scheiße. Wir wissen nicht, wer diese Vorväter sind. Aber Bowser hat da wahrscheinlich, naja, man weiß es nicht, was das ist. Wir vermuten es bloß, weil da so eine komischen Monster da in der Pyramide rumspringen. Monster in der Pyramide, das ist mir mal nicht neu. Leider sind diese Monster sehr aktiv. Und da gibt es auch sehr viele Goombas, also Nerventor hoch 3. Aber was das wirklich ist, musst du selbst herausfinden. Geh mal am besten gucken, was das sein soll, weil wir wissen es nicht, wir rätseln darüber bloß rum. Manche sagen, es sind Vorväter, manche sagen, es ist ein alter Reaktor, manche sagen, es ist ein Erholungsort. Nur einer weiß, was das genau ist, und das ist der Bob Omb, der sich in der Welt aufhält, weil er diese Welt schon etliche Male erkundigt hat. Naja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Also, wie gesagt, ja. Ist eine Welt. Wir müssen erstmal den Bob Omb finden. Und ich meine jetzt nicht die Schwarze. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwelche Schwarzen sind. Ach, wenn man mal von Teufel redet. Eindrängling, die Wüstenwelt ist privat. Da bist ein Duffelhinder. Was willst du, Alter?
Ein Token, ein Drenling. Dreh dich das selbst, ein du Pisser, verdammt. Also wirklich. Hey, yeah, ich bin groß. Seh mich an. Hast du ein Problem? Nein, au, au, was machst du da? Au, au, au. Ey, du, das ist meine Mütze, die hab ich. Ich hab's gewusst, dass die Scheißwelt so nervig ist. Ey, du, lass mein Kumpel in Ruhe. Ach, ey, diese Gumbas, die sind überall. Hey, ich mag die Aussicht. Was redest du für eine Scheiße? Hey, was willst du von mir? Hey, ich bin viel größer als du. Ach, Helen, der Gegner kämpft. Au, au, nein. Sind ja heute Susan noch drei. Was sind das für Dinger? Wir stampfen und stampfen und jeden Tag stampfen wir die ganze Ebene ein. Wir sind Stampfer, Stampfer, stampfen jeden Tag. Ja, 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 ja. Das ist das für eine Scheiße, verdammt. Wo bin ich denn hier? Wir sind die Stampfer, wir stampfen Frolo, lo, 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 lo. Hört ihr mal auf, eure scheiß Songs zu singen? Wir stampfen diese Welt ein, ja, das ist so fein. Well. Wir stampfen die Welt. Ich glaube, die haben keine Ohren, um zuzuhören. Oh nein, nicht dieser Heulkiss. Ey, was geht? Na? Willst du mal meine Regeln probieren? Ich will deine beschissenen Hügel nicht haben, verdammt. Lass es sein! Au, du blöd Arsch! Ah, hier ist der Informant. Yo, also so gesagt ist ihre Pyramide nicht gerade, was sie toll sagen. Die haben was mit dem Reaktor oder so gefaselt. Nein, das ist falsch. Es ist eine alte, es ist so gesagt die Geburtsstätte dieser Sterne. Was? Die Geburtsstätte? Ja. Es gab Vorfahren von uns, damit heute. Au! Kasper! Es waren so gesagt, so eine Jüngere, es waren so gesagt, Jüngere bei uns. Also da noch befrieden war. Also die, also so gesagt, wo ihr noch nicht gelebt habt, sind die Sterne hierher entstanden worden. Natürlich wurden die nicht an Förderbändern hergestellt oder an großen Maschinen, die wurden handgefertigt. Und deshalb will Brusa die auch haben. Spiegel! Und insgesamt 150. Okay, oh, Spam! Und diese 150 Sterne hat Brusa geklaut. Oder entwendet. Und du hast leider nur ein Fünftel von den Gesamtinhalten. Du musst noch sehr viel sammeln. Am besten ist, wir scheißen auf diesen Adler, der den Stern da hat. Und also der Adler Kuchener, am besten wir scheißen erstmal auf den, weil der die größte Gefahr darstellt. Sobald du deinen diesen Stern wegnimmst, wird er deine Mütze als Pfandfreigabe nehmen. Und meine Empfehlung ist erstmal, schau dich in der Pyramide um, Luigi. Naja, ich hab schon gehört, dass es da nervig drin ist. Ja, so nervig passt gut. Aber versuch dein Bestes und versuche herauszufinden, wer so gesagt. Es soll noch eine Legende geben, die diese Sterne herstellen könnten, aber mehr wissen wir nicht. Ach ja, und diese Kanone wird dir nachher helfen, also. Die ist nur so freizeitlichen Dingen gezweckt, aber. Die sollte dich schnell von Treibsand wegbringen. Treibsand? Diese Welt ist umgeben von Treibsand und trittst du mal falsch, war's das. Naja, du wirst dann wieder neu erschaffen, aber verlierst eben dein Leben. Oh weia, naja, dann werden wir mal aufgehen. Hey, hallo! Oh, er hat auf zu nerven, Mensch! Verdammte Fotzenhirn, ey! Oh, meine Fresse. Viecher sind überall hier und schreien so hellhörig in der Welt. Das ist ja nervig.
Was willst du, Kasper, hier? Ey, du epiker Kasper! Nein! Siehst bloß so aus, mein Kumpel! Naja, dann gehen wir wohl mal rein in diese An. Well, dann gehen wir wohl mal rein in diese. Well, dann gehen wir wohl mal rein. No! Alter Schwede, was geht hier ab? Da ist irgendwie was verstopft, oder? Komm ich da irgendwie rein? Mal gucken. Oh, hier ist doch Treibsand. Alter Schwede, hier gibt's so. Ich kann da gut springen, mal sehen, ob ich da hochkomme. Yo, stylisch. Dann komme ich auch irgendwo in dieser Tür bestimmt hinein. Oh, gut. Dann. Oh, was ist das, eine Rutsche? Also ich würde jetzt nicht so gesagt rutschen. Wow. Oh. Das muss. Eine Treppe? Oh fuck! Wer wagt es, die heiligen Sternhersteller zu stören? Ich würde es nicht gerade stören. Du musst nun einen kleinen Test bestehen. Oh nein, ich möchte keinen Test schreiben. Schreiben ist hier nicht der Fall. Wir sind die heiligen Sternhersteller. Was? Und den du in unseren letzten Besitz erhältst, musst du uns ausschalten. Aber ein Loch wird so gesagt unser Schutzwall sein. Fällst du da rein, wirst du den Stern nicht bekommen. Okay. Kämpfe nun und zeige deine Würde. Würde? Du Scheiße! Deine Würde ist das Stärkste, was dich mithält. Aber wir haben 150 Sterne, 49 Sterne hergestellt. Aber nur 150 gibt es. Das heißt, wir haben einen Stern. Aber um den zu erringen, musst du einen guten Kampfstil zeigen, mein Junge. Ich bin aber kein Junge mehr. Alter ist hier nicht angepasst. Nur dein Kampfstil zählt. Oh, du bist eigentlich ganz schön stark. Aber deine Stärke ist noch kein Beweis für diesen Stern. Oh, naja, vielleicht doch. Na gut, du hast diesen Test bestanden. Das heißt, du bist fähig, die Sterne zu erhalten. Und ich gebe dir jetzt einen wichtigen Tipp. Es wurden 149 Sterne geklaut. Von so einem komischen Dinosaurier, der Stacheln auf dem Rücken hat. Du meinst, wer böser? Der Name trägt nichts zur Sache. Es ist nur wichtig, dass der Unhold die Sterne entwendet hat. Und irgendwann werden vier legendäre Leute diese Sterne wieder erringen. Wann die Legenden so gesagt auftreten, ist noch unbekannt. Und nun erhältst du deinen Preis. Oh, das waren mal Gegner, die so gesagt nicht so genervt haben. Schön. Ich hoffe, das wird doch so bleiben. Sonst hat man nur so ein Rumgemotze, aber diesmal war das nicht der Fall. Wow. Das ist gut. Naja, ich werde dir mal Wario holen. Vielleicht kann der auch nochmal was kurz machen. Mal sehen. Okay. Nach dieser Grinsebacke immer da, der denkt, wir fangen ihn in. Muss er mir erstmal so gesagt egal sein.
Dann werde ich mal zu unseren... Oh. Naja. Sorry. Oh, ich hab gepennt. Sorry. Die Tür war aus Versehen zugeschlossen, weil ich keine nervigen Goombas hier rein bei mir drinnen haben wollte. Aber wahrscheinlich habe ich dazu ein bisschen übertrieben. Sorry deswegen. Also, was mache ich? Warte mal. Habe ich schon... Oh, die hat die Aufgabe irgendwie nicht gespeichert. Scheiß drauf. Wir setzen fort. Oder warte mal. Nee, das war schon älter. Naja, dann soll es erstmal egal sein. Dann werden wir 5 rote Münzen mit Mario dann nochmal so holen. Aber jetzt erstmal ist Wario dran. So, ich habe halt richtig Bock, ein paar Luschen aufs Maul zu heben. Mal Luschen, die ein bisschen härter sind als diese schwachen Gumbas. Im Keller? Nein, ich gehe mal woanders hin. Ich will mal mit oder doch? Ich will mal mit irgendein paar Fotzenalmas hier ein bisschen Mick-Mamina Stärke testen. Gumbas, die kannst du ja schon nicht, die schlägst du schon beim Ansehen die Zähne raus. Wir brauchen mal ein paar härtere Gegner. Dann jetzt mal auf hier rein. Oh, Lava. Diese Welt ist so gesagt eine alte, größere Heizfabrik. Diese Heizfabrik ist leider aus Tausenden von oder Jahrzehnten schon stillgelegt. Es ist nicht mehr viel zu sehen davon. Von der Heizfabrik ist wirklich nicht mehr viel zu sehen. Aber was hier wirklich passiert ist, muss ich einen Informanten fragen. Ah, hey, hallo, wie geht's dir so? Alles gut? Ja? Wer ist denn der merkwürdige Nervtyp, Alter? Ich glaube, ich habe mal meine schöne Kampfarena gefunden. Oh yeah. Aber hier kann man sich auch ganz schön, wow, ganz schön so gesagt in der Patsche treten. Ich werde da nur mal aufpassen. Oh. Ich hoffe nicht, dass ich da gleich hier irgendwie gleich einen Nachrabatt nehmen werde. Naja, okay. Oh, nee, hier, ich glaube, hier ist irgendwas. Oh. Nein, nein! Oh, shit! Oh, schön! Oh, yeah, jetzt bin ich ja der Jute. Shit, ich muss irgendwie da rauf. Hey, hallo, wie geht's dir so? Alles klar? Na, warte, ja schön. Ja, na, komm her, mein Kleiner. Oh, ein ganz großer. Hallo, ich spiel mal Spaß. Ja, verlieren macht eh so einen Spaß, mein Kollege. Das war doch mal ehrlich. So ein Löschenpack, ebenfalls nicht drauf. Nein, ich werde mich nochmal hineinbegeben. Das war nur ja nicht, das Büschen da. Dann werde ich mich nochmal in dieser Welt hineinbegeben. Obwohl ja hier mehr sagt Luigi der bessere wäre. Aber ich glaube, diese Nervtypen würden den ganzen Tisch zu schaffen machen. Hallo! Auf Wiedersehen, mehr gesagt, du komischer. Sein sollst. Nervenfabelfigur. Ach, und Bosa hat sich hier schön mal nicht sicher. Ja, wo ist denn seine Lava? Ich glaube, bei dem würde Wasser ein bisschen depressiv machen. Hallo, wie geht's dir so? Wie ist hier so? Bist du doch auf Lava? Ja, ich mag Lava.
Manchmal regen mich die Kiefer mir echt auf, ey. Nein. Wow. Das muss so eine komische Feuerbälle wieder. Gleich war. Mach doch mal hin. Oh, ein ganz cleverer. Hallo. Was ist denn hier? Ich mag Spiele. Spiele. Boah. Sie reden nur den gleichen Scheiß. Gut, Moment. Das fühlt sich doch geil an. 2 Sterne in so kurzer Zeit. Wow. Fantastisch. So Leute, das war der Part. Bis zum nächsten.